Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr gerade unschwer am Intro erkannt habt, bin ich Teil des Booktuber Adventskalenders und damit das Türchen 22. Wenn ihr das Video schaut, haben wir noch 2 Tage bis Weihnachten. Für mich sind das jetzt noch 4 Tage, weil ich etwas spät dran bin mit dem Videodrehen. Und ja, ich habe wirklich den Kopf zerbrochen, was könnte ich in diesem Video machen. Und erst hatte ich einen Reading- und Backvlog im Kopf. Das hat mir aber zeitlich absolut nicht gereicht. Ich hoffe, dass das Video trotzdem auch ja, was Schönes ist. Und ja, deswegen habe ich mich entschieden, euch ja, ein paar Bücher für die Feiertage zu empfehlen, von denen ich finde, dass sie sehr, sehr gut zu den Feiertagen auch passen und man sie auch sehr gut da lesen kann. Also man kann sie generell auch unterm Jahr lesen, aber ich finde halt zu den Feiertagen ist es nochmal was ganz anderes. Genau, und dementsprechend fangen wir jetzt auch an mit dem ersten Buch. Und zwar ist das A Selection von Kira Cass. Ich habe hier die Schuber-Ausgabe, so. Und in Selection geht es um Amerika, die in Ilea lebt. Das ist eine dystopische Version des heutigen Amerikas. Es ist sehr märchenhaft angehaucht, denn Amerika soll ja, auf Anraten ihrer Mutter bei der Selection teilnehmen. Die Selection ist dafür da, dass der Kronprinz sich seine Ehefrau sozusagen aussucht. Das ist im Grunde sowas wie der Bachelor, nur in Königsversion sozusagen. Und America wird als eine von 35 jungen Frauen ausgewählt, dort teilzunehmen. Rechnet sich persönlich auch keine hohen Chancen aus, hat aber auch eigentlich gar keine Lust, da dran teilzunehmen und macht es eigentlich auch nur deswegen, weil ihr Freund Aspen sich von ihr getrennt hat, weil er der Meinung ist, dass er ihr keine Zukunft bieten kann. Denn man muss auch wissen, in Ilea herrscht das Kastensystem. Und America ist in der Kaste 5 und Aspen in der Kaste 6. Und auf jeden Fall wäre es halt so, dass wenn Aspen America heiraten würde, sie in seine Kaste nach unten rutschen würde, also gesellschaftlich herabgestuft wird, was er aber nicht möchte. Ja, so viel dazu. Auf jeden Fall geht America dann ins Königshaus und muss sich sozusagen diesem Wettbewerb stellen. Es ist der Auftakt einer Reihe, die mich ja schon über ein paar schöne Tage, Monate, Wochen begleitet hat. Ich habe die Reihe damals sehr geliebt, lese sie auch jetzt immer wieder gerne an den Feiertagen und es ist einfach total märchenhaft, vor allem weil ich die Geschichte einfach total liebe und auch Maxon, den Prinzen, einfach total vergöttere. Also er gehört auch mit zu meinen Bookboyfriends mit dazu. Und ja, auf jeden Fall hier eine ganz, ganz große Empfehlung. Und ja, vielleicht kennt ihr das Buch ja auch, dann könnt ihr es mich gerne hier unten wissen lassen. Genau. Buch Nummer 2 habe ich euch auch schon öfter hier auf meinem Kanal vorgestellt und zwar ist das Strange the Dreamer von Lainey Taylor. Ich habe letztes Jahr um diese Zeit tatsächlich dieses Buch hier gelesen. Es ist im Deutschen eine 4-teilige Reihe. Im Original war es eine Dilogie. Und in Strange the Dreamer geht es um Laszlo Strange, der als Waisenkind aufgewachsen ist und mittlerweile als Bibliothekar arbeitet. Er ist sehr fasziniert von alten Überlieferungen und unter anderem auch von der Stadt Weep, die sehr sagenumwoben ist. Und irgendwann kommen dann Menschen aus Weep in seine Stadt, weil sie Hilfe brauchen. Und ja, Laszlo macht sich dann mit diesen Menschen auf die Reise. Und es ist einfach so unglaublich schön. Es ist unglaublich poetisch. Es ist tiefsinnig. Es ist verträumt. Ich habe wirklich die Geschichte inhaliert und geliebt. Und ja, kann sie euch wirklich in dem Fall nur ans Herz legen. Lainey Taylor hat hier wirklich eine unglaublich schöne ja, Welt erschaffen mit
unglaublich tiefgründigen Charakteren und es ist auch wirklich für mich mittlerweile ein sehr, sehr großes Herzensbuch, das ich über Alina von Shopping for Moon tatsächlich entdeckt habe. Genau. Buch Nummer 3 habt ihr auch schon öfter auf meinem Kanal gesehen und ich werde nicht müde zu betonen, wie schön diese Reihe ist. Und zwar ist hier die Rede wieder von der Drachenkämpferin von Lizia Troisi. Es hat nicht ganz diese weihnachtliche Stimmung, weil das Land, in dem Nihal lebt oder die Welt, in der Nihal lebt, sich im Krieg befindet. Nichtsdestotrotz lese ich diese Geschichte eigentlich immer so zum Ende des Jahres, wenn es auf die Feiertage hinzugeht und gehört auch mit zu den meistgelesenen Büchern in meinem Regal. Es ist einfach unglaublich schön. Hier geht es auf jeden Fall um Nihal, die als letzte Halbelfe ihres Volkes in der aufgetauchten Welt lebt. Und diese aufgetauchte Welt ist unterteilt in verschiedene Länder. Und Nihal wohnt im Land des Windes, deswegen auch der Untertitel des ersten Bandes. Und sie wächst da eigentlich auf, ohne zu wissen, was eigentlich ist, warum sie eigentlich auch so anders aussieht. Weiß halt nicht wirklich, ja, woher sie kommt. Und dann fällt auch der Krieg in Irland ein und es passieren einige Dinge, die für sie sehr prägend sind und von denen sie gesagt hat, okay, jetzt ist es soweit, ich wollte das schon immer, also werde ich jetzt auch in den Krieg ziehen und für den Frieden in meinem Land kämpfen. Und ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Reihe. Es ist im Jugendbuch angesiedelt. Es ist, man könnte sagen, es ist so eine Jugendbuch-High-Fantasy-Geschichte. Habe ich absolut geliebt. Lese ich auch jetzt gerade den dritten Band der Reihe und es ist einfach wirklich unglaublich schön. Es sind sehr sanfte Cliffhanger, fand ich. Also vom ersten zum zweiten Band, den fand ich relativ sanft und auch der vom zweiten zum dritten ist auch sehr sanft. Aber allgemein wirklich eine absolute Herzensempfehlung, weil die Reihe mich jetzt auch wirklich schon sehr, sehr lange begleitet. Dann habe ich noch, kennt ihr auch schon, habe ich euch auch schon öfter gezeigt, Clockwork Angel von Cassandra Clare. Das ist der erste Band der Chroniken der Schattenjäger oder auf Englisch der Infernal Devices und spielt im historischen London von 1878. Hier geht es um die junge Tessa, die unter einem Vorwand nach London gelockt wird, weil ihr Bruder wohl entführt worden ist. Und sie macht sich halt auf die Suche nach ihm und ja, wird dann selber in gewisse Dinge verstrickt. Es ist auf jeden Fall eine Reihe, die mich auch sehr lange begleitet hat, wo mich teilweise auch sehr zerstört hat. Ich freue mich darauf, dass ich dieses Buch tatsächlich auch demnächst rereaden werde, weil einfach die Geschichte auch so unglaublich schön ist. Und weil nächstes Jahr im Februar der Shadowhunter Readathon 2021 anfängt und ich mir vorgenommen habe, so viele Bücher wie möglich im Rahmen dieses Shadowhunter Readathon zu lesen. Und ja, auf jeden Fall auch hier eine ganz, ganz große Empfehlung. Die Reihe hat einfach unglaublich tolle Charaktere. Das Setting ist unglaublich toll. Das Historische ist so gut herausgearbeitet. Also wirklich, schaut es euch an. Es ist wirklich lohnenswert. Und ich glaube, das letzte Buch, das dürfte eigentlich niemanden wundern, dass ich das mit reingenommen habe. Auch hier mache ich wieder darauf aufmerksam. Ich versuche das Werk vom Autor zu trennen. Ich möchte hier auch keinerlei Werbung für die Autorin machen, aber diese Bücher gehören für mich einfach unwiederbringlich in die Weihnachtszeit, genauso auch wie die entsprechenden Filme dazu. Und zwar ist das Harry Potter. Ich glaube, jeder kennt's. Ich werde auch da jetzt groß nicht weiter zu erzählen. Aber Harry Potter gehört für mich einfach jedes Jahr in die Weihnachtszeit. Ich lese auch gerade den zweiten Band der Reihe und es ist einfach wieder wunder, wunder, wunderschön. Und es ist einfach, ja, es sind einfach Kindheitserinnerungen, die da wach werden. Und kann es euch auf jeden Fall auch hier wirklich nur empfehlen, wenn ihr es zu Hause habt, lest es. Und liebt es. Es ist einfach unglaublich schön. Genau. Und das war's auch schon mit dem Video. Es ist relativ kurz geworden, weil ich einfach auch nicht groß viel Worte verlieren wollte. Wenn ihr
Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Gerne auch einen Kommentar, ob ihr eins der Bücher kennt und auch schon gelesen habt. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch hier oben über ein Abo und schaut auch unbedingt bei den anderen Booktubern vorbei, die am Adventskalender beteiligt waren. Ich verlinke sie euch hier unten nochmal in der Infobox. Ihr könnt auch gerne hier unten nochmal ins gestrige Türchen reinschauen. Da hat die Kali ein richtig tolles Video gemacht. Oder auch bei Lena, die morgen dran ist mit einem richtig tollen Video. Also ja, es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao!